Oh, das seid ihr wieder. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu noch einer Folge von Ramses on Tour. Heute sind wir ein ganz besonderer Platz. Wie ihr sehen könnt, wir haben ein super schönes Wetter erwischt. Nein. Aber wir gehen jetzt wieder rein in ein Boulder Bar. Neolith Boulder Bar. Hier in Wochum Wattenscheid. Da drinnen warten auf uns ganz interessante Menschen. Also komm mit und guck euch selber an. Ach, Hände desinfiziert. Meine Damen und Herren, heute treffen wir den Guido und der wird uns kurz erzählen, was hier so alles abläuft, wo wir überhaupt sind. Und ich muss den jetzt finden. Ach, da bist du ja! Hallo! Hallo Guido, wie geht's dir? Hallo, mir geht's super. Sag mal, erstmal vielen Dank für die tolle Einladung. Gerne. Ich habe mich total gefreut, hierher zu kommen. Aber wo bin ich heute? Du bist hier in der Boulder Bar in Wattenscheid, einer unserer Boulderhallen. Nice, das gefällt mir. Ich muss auch sagen, es sieht wunderschön aus. Also Fans, komm hier vorbei, es lohnt sich. Aber bevor wir klettern, ich habe ein paar wichtige Fragen für dich. Lass mal ein bisschen drüber quatschen. Ja, gerne. Dann komm mal mit. Mensch, Guido, das sieht ja wunderschön aus. Wie groß ist das Ganze hier? Die Halle hat etwa 1000 Quadratmeter Größe. 1000 Quadratmeter Größe. Genau. Und die Halle ist auf jeden Fall schön, aber mir würde auch interessieren, wie hat das Ganze angefangen? Oh, das ist schon lange her. Wir haben vor 15 Jahren angefangen mit einer Kletterhalle in Bochum-Riemke. Und dann haben wir noch zwei andere Kletterhallen gebaut und dann haben wir vor 5 Jahren etwa angefangen mit der ersten Boulderhalle. Und jetzt haben wir 3 Boulderhallen. Das Bouldern ist halt ein bisschen einfacher und es macht vielen Leuten sehr viel Spaß. Da ist die Hemmschwelle nicht so groß wie beim Klettern. Was ist der Unterschied zwischen Klettern und Bouldern? Ja, es ist auch Klettern, ne? Beim Bouldern, nur man ist nicht gesichert. Ne? Beim Klettern klettert man sehr viel höher und man muss sich sichern, weil man könnte ja runterfallen. Und hier klettert man ohne Sicherung und dafür sind diese Weichbodenmatten hier. Wenn man da drauf fällt, dann kann man sich nicht richtig wehtun. Ne? Deswegen sind die Wände auch nicht so hoch. Muss ich ein Profi sein, um hier zu kommen? Nein, gar nicht. Man kann einfach loslegen. Man braucht nur ein bisschen eine Erklärung, wie man am besten runterspringt und vielleicht ein bisschen, welche Griffe man benutzt. Und dann kann man einfach loslegen. Und heute Morgen, als ich aufgestanden bin, habe ich meine Tasche hingepackt. Aber ich glaube, ich habe vielleicht nicht das Richtige. Sportsachen, was brauche ich noch, wenn ich hier komme? Man braucht nur bequeme Kleidung, in der man sich bewegen kann. Und ein paar Kletterschuhe, also Turnschuhe würden schon reichen. Und wenn man möchte, kann man auch Kletterschuhe ausleihen. Das heißt, ich muss einfach nur meine Tasche packen, hier kommen. Hier bekomme ich auch ein paar Schuhe von euch, wenn ich keine zu Hause habe. Ganz genau. Wichtig. Und, aber sag mal, ihr habt schon viele Standorte. Wie fühlt sich das? Wie ist der Traum? Von ganz nur einen Platz, jetzt eine ganze. Wie groß seid ihr in Deutschland, Europa? Wir haben jetzt in Deutschland 6 Kletteranlagen. 6? Genau, und in Niederlanden betreibt mein Geschäftspartner auch 6 Kletteranlagen. Also es ist alles schon ziemlich groß geworden und macht unheimlich viel Spaß. Kommst du aus einer Kletterfamilie? Nein, gar nicht. Ich habe auch erst relativ spät angefangen mit Klettern. Okay. Das war mein Hobby. Ich habe das im Studium gemacht und habe mich selbstständig gemacht. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, mit dem ich zusammen eine Halle gebaut habe. Die erste und dann die zweite und die dritte und die vierte und die fünfte. Und würdest du sagen, momentan ist es in geworden, Klettern zu gehen? Ja, das gerade das Bouldern, das boomt. Das machen viele Leute. Das macht sehr viel Spaß. Man kann es immer machen, man braucht sich nicht verabreden, man muss nicht viel lernen, man kann es einfach machen. Ne? Das ist halt sehr einfach und das kann eigentlich jeder. Das ist auch das Schöne. Ne? Ist jetzt nicht wie beim Gewichtheben, wo man nur Kraft braucht oder beim Rennen, wo man nur schnell sein muss. Hier gibt es ganz viele verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man hier an die Wand bringen kann sozusagen. Das kann jeder. Das heißt für unsere Fans, die vielleicht nicht so... Es gibt natürlich viele sportliche Fans zwischen uns, aber für die nicht so Sportler ist es kein Problem. Wenn die einfach nur sagen, weißt du was, ich will ein neues Hobby anfangen, ich gehe klettern oder bouldern. Man kann es einfach probieren. Das ist ein bisschen wie diese Treppe hier. Solange man eine Treppe hochsteigen kann, ohne sich festzuhalten, kann man hier die ersten Kletterwege schon, die ersten Boulder nennen wir das, kann man schon probieren. Und wenn es einem Spaß macht, dann macht man weiter. Und wie bei allem, wenn es Spaß macht, dann wird man auch automatisch besser. Wo war dein erstes Mal, dass du geklettert bist? Das war an einem Steinbruch. Da gab es fast noch keine Kletterhallen und ein Freund hat mich mitgenommen zu einem Steinbruch. Und dann sind wir da mit Seil und Gurt und mit Sicherung geklettert. Und jetzt eine ganz witzige Frage für unsere Fans. Wie oft hast du schon richtig
auf der Nusse bekommen. So. Ach, das passiert immer mal, ne? Dass man sich mal ärgert, weil man was nicht schafft und so. Ja. Ne? Das hängt auch von der eigenen Persönlichkeit ab. Jetzt kletter und bouldere ich schon ziemlich lange und ich werde auch nicht mehr besser. Und damit muss man dann auch leben lernen. Ne? Das ist wie bei jedem Sport. Man muss an der Bewegung auch Freude haben und an, dass man sich entwickelt. Ja, aber es gibt auch immer mal Rückschläge. Dann, man hat auch mal eine kleine Verletzung und kann mal nicht. Ne? Solche Sachen gibt es. Aber ja, dass man so richtig auf die Nüsse bekommt, das passiert ja eigentlich gar nicht. Und welche Angebote habt ihr hier in eurer Halle? Weil ihr habt ja verschiedene Hallen, aber heute, wo wir uns befinden, welche besondere Angebote oder wie funktioniert das? Ja, wir haben verschiedene natürlich Mitgliedschaften, wir haben auch Trainings, wir haben auch Kindergruppen teilweise in verschiedenen Anlagen. Wir haben auch Anlagen in Gelsenkirchen zum Beispiel, die für Familien gut geeignet sind. Wir haben auch noch eine Anlage in Essen, die ist für Veranstaltungen sehr gut geeignet. Also wir haben ganz verschiedene Angebote für verschiedene Zielgruppen. Das Bouldern ist vor allem für, man sieht es vielleicht ein bisschen am Publikum, hier sind viele jüngere Menschen, sag ich mal, zwischen 20 und 40, die das hier für sich nutzen und die hier Zeit verbringen, die hier sich kennenlernen und sich miteinander vernetzen und die dabei auch noch Sport machen. Bevor wir jetzt uns das Ganze angucken, weil das wird bestimmt mega cool, ja. Was ist bis jetzt deine schönste Erfahrung beim Klettern oder Bouldern gewesen? Oh, das ist eine gute Frage. Das Schönste, was ich eigentlich beim Klettern immer erlebe, ist das Draußenklettern. Das mag ich sehr. Und ich mag es sehr, das auch Leuten zu zeigen und Leuten das nahe zu bringen. Also wir machen auch mal Kletterreisen oder wir fahren mal mit unseren Mitarbeitern mal nach draußen an Felsen, um mit Menschen zusammen das zu erleben und zu sehen, wie die da Spaß dran haben. Auch mit meinen eigenen Kindern mittlerweile. Das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Das heißt, du willst nicht nur zeigen, sondern du willst auch mit einpacken. Ja, also. Das macht Bock. Also viele Menschen begeistert dieser Sport und viele Menschen lässt der, so wie mich, lässt der auch viele Jahre nicht mehr in Ruhe. Ne? Also man wählt seinen Urlaub dann danach aus, wo es tolle Klettergebiete gibt und man trifft sich viel mit anderen Kletterern und man redet viel über das Klettern. Das ist ein bisschen, hat einen hohen Suchtfaktor, sag ich mal. Aber es ist eine gesunde Sucht. Also auf jeden Fall. Es ist nicht ungesund. Na gut, dann Guido, dann würde ich sagen, unsere Fans wollen sich das Ganze hier angucken. Ja. Dann legen wir los. Ne? Ich habe mein Deo mitgebracht, aber natürlich brauche ich noch Schuhe. Also Guido. Genau, das sind unsere Verleihschuhe. Die kannst du mal anprobieren. Die sollen ruhig ziemlich eng sein. Das ist besser fürs Klettern, wenn der Fuß den Schuh nicht nur ganz ausfüllt, sondern vielleicht sogar, wenn die Zehen ein bisschen aufgestellt sind. Dann kann man sich besser auf kleinen Tritten mit dem Fuß so ein bisschen festhalten. Alles klar, dann ziehe ich die an und wir sehen uns da. Genau, Jacke aus und den Rucksack ab und dann sehen wir uns an der Wand. Dann machen wir das. Bis gleich. So Guido, wir sind hier, Schwierigkeitsgrad. Was bedeutet das hier? Genau, jetzt geht es darum, ich wollte dir einmal erklären, welche Griffe man benutzt. Man kann natürlich einfach alle benutzen, aber wir haben auch richtige Wege hier in die Wand geschraubt. Also wir nennen das Boulder. Und man erkennt immer, wie schwer das ist, an der Farbe der Schilder, die am Start sind. Also wenn man schwarze Schilder am Anfang hat, dann ist es ganz leicht. Und dann wird es, je heller das wird, desto schwerer wird das. Das heißt, schwarze sind die leichtesten, dann kommt blau, da kommt lila. Und die weißen sind die allerschwersten. Das kann fast keiner. Okay. Also wir fangen mal mit den schwarzen an, würde ich sagen. Auf jeden Fall, ich bin deins. Genau, gut. Und eine Sache muss ich noch erklären vorher, und zwar, wie man wieder runterkommt. Und wie kommt man runter? Das zeige ich dir jetzt mal. Guck mal, hier ist so ein relativ leichter Boulder. Ne? Hier sieht man die schwarzen Startgriffe, die Startschilder. Und da oben ist ein Schild, da steht Top drauf. Bis dahin geht der Boulder. Das ist dieser Weg. Ne? Okay. Jetzt klettere ich mal ein kleines Stück und dann zeige ich dir mal, wie man wieder runterkommt oder was passiert, wenn man runterfällt. Ne? Das muss man vor allem ein bisschen wissen. Man soll nämlich nicht unbedingt auf den Beinen landen, weil dann könnte man sich wehtun an den Beinen. Ne? Am besten ist, man landet auf dem Popo. Also man benutzt die Beine nur zum Bremsen und landet dann auf dem Popo. Ich zeige dir das einmal. Am besten ist, man fängt so an und klettert ein bisschen. Und wenn man dann mal nicht mehr kann oder sich einen Griff drehen sollte, dann springt man oder fällt und rollt so ab. Und dann kann man sich nicht wehtun, weil noch nie hat sich jemand am Po wehgetan. Wo soll ich die Füße reinzuholen? Hier, der ist ja für die rechte Hand, der ist für die linke Hand und da ist der erste Tritt. Und dann probier mal. Genau, hier rüber. Genau. Und dann? Ja, such dir mal den nächsten Tritt. Super. Ja, super. Und jetzt dann? Jetzt bist du schon oben. Super. Und jetzt komme ich nach unten. Jetzt kannst du ein Stückchen wieder runterklettern, wenn du magst. Okay. Genau, du kannst auch mal springen, wenn du möchtest. Und dann versuch das mal, dass du auf den Füßen nur ein bisschen bremst und dann dich so abrollst nach hinten. Genau. Das war schon ein schwarzer, super. Ja. Dann können wir direkt mal einen blauen probieren. Ne? Wir machen blau.
Okay, blau. So, bist du bereit für den nächsten? Ich bin bereit. Okay, da oben ist der Zielgriff, der dicke. Aha. Und hier sind die beiden Startgriffe. Gibt es eine Strategie? Wie soll ich denken? Am besten folge erstmal deinem Gefühl, deiner Intuition einfach. Ne? Klettern, meine Intuition? Ja, klettern kann jeder. Ne? Du hast als Kind geklettert, du bist auf Bäume geklettert. Da ist noch was in dir drin. Ne? Weck das erstmal. Bevor ich dich jetzt mit zu vielen Input versorge, probier erstmal aus. Rechts, links. Genau. Und jetzt? Beide Hände an den Zielgriff, dann hast du es geschafft. Super, das war ein blauer. Oh, ich bin oben! Schräg, ne? Genau, das ist jetzt schon schräg. Mach dir am besten eine kleine Idee, wie du es machen willst. Da fangen beide Hände an. Das kannst du gleich mitbenutzen. Hier kannst du dich auch draufstellen. Ne? Aha. Hier kommt ein Griff, schau mal. Der erste hier für rechts, dann kommt der für links. Dann kommt rechts mit einer, links, rechts. Ja, okay. Ist schon ein bisschen schwerer jetzt, ne? Okay, Leute, seid ihr bereit? Das war richtig geil. Das war geil, Leute. Das war mega geil. Okay. Ja, hat super geklappt. Ja, ne, ich habe 3 Farben gekriegt. Du hast schwarz gemacht, du hast blau gemacht und du hast lila gemacht. Und also, war das gut oder was? Das war schon sehr gut. Jo, und dann, also wenn ich richtig Profi bin, dann kann ich zum Beispiel den machen, oder? Ja, der ist schon mint. Also der mit den großen Griffen, der ist schon mint. Ist die zweitschwerste Farbe, ne? Ist schon sehr, sehr schwer. Aha. Der hat zwar große Griffe, aber die sind nicht so gut. Und das ist sehr stark überhängend. Ne? Schaffst du das? Nee, ich glaube nicht. Oh. Also nicht ohne meine Kletterschuhe und nicht ohne mich ordentlich warm zu machen. Krass. Das ist schon sehr schwer. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Ja, ist aber auch nicht schlimm. Also es gibt da einige Boulder, die ich klettern kann. Und das ist die Hauptsache, ne? Ja. Für mich. So Leute, wir sind fertig und wir gehen da zurück. Vielen Mach's Dank nochmal. Es war sehr schön. Ey, es lohnt sich jetzt zu kommen. Ich habe heute so viel gelernt, auch von mir selbst. Ich hatte am Anfang Angst, ich muss auch zugeben. Ja. Aber danke, dass du da warst als Mentor und mir das beigebracht hast. Es hat gerockt. Sehr gerne. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Eieiei, Leute, heute hat so viel Spaß gemacht. Die Neolith Boulderbar Team freut sich auf euch. Falls ihr Lust habt, könnt ihr auf jeden Fall bei Facebook das eintippen, Neolith Boulderbar, oder einfach nur beim Internet eintippen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben das wieder geschafft und wir bedanken uns bei euch rechtzeitig. Adios, ciao!